Ja, hallo, ich bin der Vari und ich habe hier eine neue Kamera von XTU. Und da ich hier angegriffen werde von irgendwelchen Viehzeug, setze ich das Video zu Hause fort. Ich bin geflüchtet vor, jetzt weiß ich, wie die Viecher heißen, Hirschlausfliegen. Es war nicht mehr auszuhalten. Die sind zwar für den Menschen nicht so gefährlich, aber wenn dann 50 so eine Viecher auf einen herumkrabbeln, ist es einfach nur noch... Jetzt kommen wir aber zu dieser Kamera. Die XTU X1. Wenn man nach X1 von XTU im Internet sucht, findet man zuerst eine Actioncam. Erst wenn man nach Wildkamera X1 von XTU sucht, findet man die auch. Ich hatte ein paar Aufnahmen im Wald angefangen, kann euch ja ein paar einblenden. Hoch und runter, zack. Erste Zahl, zweite Zahl und was weiß ich hier, dritte Zahl, vierte Zahl. Diese kleinen Mistviecher. Was ist das? Hirschfliege? Da sind natürlich ein paar Aufnahmen entstanden, aber jetzt möchte ich erstmal was zu der Kamera sagen. Oh, diese kleinen Mistviecher, die sind überall hier. So, ich baue die mal ab hier. Hier ist auch so ein Mistvieh irgendwo hier. Ach. Das ist das Teil, was man an den Baum anbammelt oder per Gewinde irgendwie an der Wandhalterung oder so. Die ist mit dabei. Ich kriege ein normales Vorhängeschloss nur mit Würgen durch. Geht, aber ich finde es nicht in Ordnung. Oh, jetzt habe ich was im Auge. Jetzt habe ich so eine blöde, olle Fliege im Auge. Oh, Mann, ey, diese Mistviecher. Scheiß. Nein, nicht, nein, du sollst nicht. Du, oh. Ich habe. Wie gesagt, der Rest geht in der nächsten Sequenz weiter. Ich schalte sie hier nicht aus. So, okay. Diese Kamera. Die wurde mir zur Verfügung gestellt von XTU kostenlos. Ich werde für dieses Video nicht bezahlt und es ist meine eigene Meinung, die ich mir bilde. Ich werbe dieses Objekt nicht an, deswegen ist es keine Werbung. Ich kritisiere dieses Objekt und zwar gewaltig. Ich hatte ja bald schon erwähnt, dass dieses Rückteil an einem Baum befestigt wird und das Vorderteil abnehmbar ist, hier mit diesem Druckclip. So, und dann kann ich, wenn das rückwärtige Teil befestigt ist, das Vorderteil abnehmen. Wieso? Damit man ans Bedienelement rankommt. Wisst ihr, wo ich sowas schon mal gesehen habe? Bei Sekakam. Und schon da hat mir das nicht gefallen. Na gut, kann man jetzt erstmal nicht ändern. Hier unten ist ein Gummiverschluss, wo ich einen USB-C-Anschluss habe und wozu der gedacht ist, zeige ich euch jetzt. Zu dieser Kamera gibt es nämlich eine ganze Menge Zubehör, was ich wieder gut finde. Es ist eine kleine Solarzelle vorhanden. Wie groß ist, mag die sein? 12 x 8 cm ungefähr, stimmt nicht ganz. Kameragewinde und ziemlich langes Kabel. 3 Meter USB-C. Achso, ich dachte jetzt eigentlich, hier ist eine Verlängerung drin, aber gut, es ist ein normales USB zu USB-C Kabel zum Laden. Ich dachte eigentlich, das ist eine Verlängerung für die Solarzelle. Diese Solarzelle ist relativ klein für den Wald. Ist ja eigentlich nicht geeignet, aber wenn ich es jetzt an der Hauswand zum Beispiel anbaue, bei voller Sonneneinstrahlung,
Da wird der interne Akku der Wildkamera so weit aufgeladen, dass wenigstens 10 Aufnahmen danach zustande kommen. Also dafür reichte für den Wald eher weniger. Zwei Wandhalterungen dabei. Das sind hier diese üblichen mit dem Doppelgelenk. Das ist eher für die Wand gedacht. Und das hier ist mit einem Kugelgelenk. Die finde ich eigentlich besser, auch wenn es billiges Plaste ist. Das kann ich so oder so oder so anschrauben, wie ich möchte, und mit dem Kugelgelenk halt in alle Richtungen bewegen. Mitgeliefert wird noch ein Gurt und Schraubmodul. Kamera. Hier unten wieder ein Gummiverschluss. Die Dinger reißen irgendwann ab. Ich weiß nicht, warum die Hersteller sowas machen. Und hinter diesem Gummiverschluss verbirgt sich ein zweistufiger Schalter, ein kleiner SD-Kartenslot und eine Reset-Taste. Reset-Taste gar nicht so verkehrt, weil durch den internen Akku kann ich ja nicht die Batterien rausnehmen, wie bei einer anderen Kamera, und die ist dann resettet. Der ist ja hier fest eingebaut. Dafür habe ich diesen Reset-Knopf. Falls mal irgendwas ist, Programm hängt fest oder so. Zweistufige Schalter prangere ich ja immer wieder an, dass die ein Problem machen, wenn ich die Kamera ausschalte und die ist gerade im Aufnehmen, dass sich die SD-Karte zerstören kann. Hier wurde aber etwas gemacht, was diesen zweistufigen Schalter erlaubt. Und zwar, wenn ich jetzt diese Taste drücke, geht die Kamera in den Betriebsmodus, fängt an zu arbeiten, macht ihr Ding, und wenn ich wieder zurück will, drücke ich wieder diese Taste. Das ist in Ordnung. Jetzt, wenn die Kamera wieder im Menü drin ist, greift sie nicht mehr auf die Speicherkarte zu. Ich kann sie ausschalten und die Speicherkarte wechseln. Das ist in Ordnung. Von der Reihenfolge her ist das Menü ähnlich aufgebaut wie bei anderen Wildkameras. Aber was ich nicht gefunden habe, ist die Videoauflösung. Ich kann bei dieser Kamera die Videoauflösung nicht ändern. Für Neueinsteiger, für Leute, die noch nie eine Wildkamera in der Hand hatten, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Weil die Leute gehen ja immer davon aus, oh, ich stelle das Höchste ein, ist das Beste. Und dann habe ich eine Kamera, die interpoliert mit 4K bei 1080p und hab dann ein unsauberes Bild. Und dann sind die Leute halt, naja, sehr enttäuscht. Bei der hier ist eine feste eingestellte Videoauflösung drin. Und leider ist die unglaublich schlecht interpoliert. Ich verstehe das nicht. Warum lässt man die Videoauflösung mit der besten Einstellung, was der Bildsensor richtig gut beherrscht und die Software? Hier sind 2,7K fest eingestellt und die Aufnahmen, die ich damit gesehen habe mit 2,7K, die sind einfach nur grässlich. Also im ersten Moment, wenn man die Aufnahme sieht, oh ja, ist okay, ist in Ordnung, aber sobald sich was bewegt, habe ich Fragmente und Geisterfragmente. Da bewegt sich ein Grashalm und irgendwie bewegt sich nicht nur der Grashalm, sondern das ganze Gefilde drumherum ist unscharf. Und genauso ist es bei einem Tier auch. Ich habe Tagesaufnahmen von einem Baummarder, die ersten Tagesaufnahmen von einem Baummarder, die ich jemals hatte. Und es sieht einfach nur grausam aus. Und die Aufnahmen, die zeige ich euch jetzt. Bläh.
Hier sieht man recht deutlich, was ich gemeint habe. Alles um das Tier herum ist unscharf. Das Tier selber ist unscharf. Als ob man eine nasse Linse über das Tier gelegt hat und verfolgt. Ich habe hier die Aufnahme mal um das Doppelte vergrößert, damit man das sehen kann. Diese merkwürdigen elektronischen Pieptöne, die man hier hört, das ist original von der Wildkamera, das wird so aufgenommen. Also der Ton ist auch nicht so besonders. So, die Aufnahme habt ihr ja gesehen. Sind leider nicht schön. Selbst die Fotos sehen nicht besonders toll aus. Formatieren der Speicherkarte. Diese Kamera formatiert Speicherkarten übrigens tatsächlich. Nicht nur Schnellformatierung. Das dauert eine ganze Weile. Vor allen Dingen bei einer 64 GB Speicherkarte dauert es dann schon mal 1 bis 2 Minuten. Es gibt für diese Kamera noch eine App, in der ich dann Einstellungen vornehmen kann und ich per drahtloses Netzwerk zwischen Kamera und App, also meistens auf dem Telefon, kann ich Datenübertragung oder kann eine Live-Videoschaltung machen. Wozu? Bei einer Überwachungskamera wäre das vielleicht in Ordnung, aber bei einer Wildkamera? Die steht 5 Kilometer im Wald. Da habe ich keine Verbindung mehr zu meinem Smartphone. Was soll das? Um jetzt die Files zu übertragen, zu kopieren, ohne die Kamera anzufassen. Ja, das ist in Ordnung. Finde ich gut. Aber was soll der Käse mit Live dazuschalten? Wenn ich eine Überwachungskamera in einem Schuppen habe oder so und da rumpelt irgendwas und ich liege im Bett und denke mir, ja, guckst du mal nach, was es ist und sehe einen Waschbär. Gut, okay, kann ich wieder ausmachen. Das ist in Ordnung, aber doch nicht bei einer Wildkamera, die für den Wald gedacht ist. Da hätte ich mir dann gewünscht, dass ich tatsächlich die Videoauflösung einstellen kann, weil ich glaube, diese Kamera ist bei 1080p gar nicht so schlecht. Ich kann sie aber nicht in 1080p testen. Ich habe jetzt den Hersteller angeschrieben, dass das. Mal gucken, was der mir dazu antwortet. Was soll ich mit der Kamera machen? Heute mit Geheimwaffe im Wald. Jetzt kann ich endlich mal wieder ein Video im Wald machen. Ich hatte ja hier die XTU X1 ausprobiert an der Stelle, hatte hier Tagesaufnahmen von einem Marder und war sehr, sehr enttäuscht von der Qualität dieser Kamera. Jetzt habe ich ein Firmware-Update bekommen für die Kamera, ein Test-Firmware-Update, wo die Framerate von 15 auf 24 Bilder angehoben wird, so dass das Video flüssiger ist. Und die Aufnahmen, die diese Kamera jetzt hier gemacht hat, mit 24 FPS, mit der neuen Software, die zeige ich euch jetzt mal. So, also ihr habt gesehen, die Videos sind ein bisschen besser, sind flüssiger, aber immer wenn sich was bewegt, ist das bewegte Objekt sehr unscharf. Das liegt an der Codierung von den Videos. Die Dateien von den Videos sind sehr klein, nicht mal 10 Megabyte. Das hat mich ein bisschen irritiert und ich habe den Hersteller nochmal gefragt, was hier für eine Codierung hintersteckt. Und mir wurde gesagt,
Hier wird die gleiche Videokodierung verwendet wie bei einer bauähnlichen Kamera mit SIM-Karte, wo die Videos verschickt werden können. Deswegen sind die Videos sehr klein und das bewegte Objekt wirkt, wenn es sich bewegt, unscharf. Jetzt finde ich das aber nicht in Ordnung, dass in dieser Kamera, wo keine Übertragungstechnik drin ist, die gleiche Videokodierung verwendet wird. Ich habe dem Hersteller nochmal angeschrieben wegen diesem Problem und er hatte mir dann gesagt, dass hier an dieser Kamera noch viel getestet wird. Im Moment würde ich diese Kamera nicht empfehlen. Ihr habt ja selber gesehen, warum. Aber ich werde diese Kamera bzw. diese Firma weiterhin im Auge behalten, werde weiterhin mit denen Kontakt haben, um vielleicht irgendwann mal zusammen eine Kamera zu erstellen, die richtig gut ist. Falls ihr Vorschläge habt, was man an so einer Kamera vielleicht noch verbessern könnte, dann schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Der Hersteller hatte hier schon versucht, auf die Community einzugehen und diese verschiedenen tausenden Varianten von Videoauflösungen rauszunehmen aus dem Menü, damit halt nur das verwendet wird, was die Kamera auch tatsächlich kann. Fand ich schon gar nicht so verkehrt. Aber ihr habt selber gesehen, dass es nicht ganz das Richtige ist. Ich würde halt tatsächlich zwei Auflösungen hinterlegen. Eine, mit der die Kamera richtig gut arbeitet und Bildsensor, Software und Bildrate richtig gut zusammenarbeitet. Und eine mit Datensparung, sowas wie 480p oder sowas, für jemanden, der nur Kontrolle macht. Ansonsten, was mir noch nicht gefallen hat, ist die Tonqualität, die ist relativ miserabel. Bei dieser Kamera hier liegt eigentlich noch eine Solarzelle dabei. Die habe ich probiert. Die ist sehr klein. Die ist für Garten oder für feste Installation ist sie geeignet. Im Wald, wo ich relativ wenig Licht zur Verfügung habe, ist sie nicht geeignet. So, das war's jetzt von der XTU X1. Ich habe hier an der gleichen Stelle jetzt die Eisiger IG220 angehangen. Die neuere Variante. Ich hoffe, dass sich der Marder hier am Tage noch mal zeigen wird. Das war natürlich sehr schade, dass ich so eine Aufnahme hatte und dann so eine schlechte Qualität. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Alles, was dann jetzt von der Eisiger IG220 kommt, das seht ihr in den nächsten Videos, wenn ihr abonniert habt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, ciao. Euer Vari. Na, kommst nicht rein, wa? Erst wenn man den Begriff Wildkamera hinzufügt, da wird der interne Akt, da wird der. Geht die Kamera in den Bewegungsmeldermodus? Keine SD-Karte. Ja. Von der Reihenfolge her voll. Reihenfolge. Für Neulinge, die eine neue Kamera. Ach, nee, nicht mit dem Beste. Ich habe hier nur. Ich habe hier. Hier sind fest. Wenn ich die. Hat sich einer was gedacht? Und ist mit den Gedanken nur bis zur Haustür gekommen und nicht weiter. Jetzt ist aber Schluss. Piep! Der Sinn dahinter ist, dass die Versendenden. Der Sinn dahinter. Ich spreche schon wieder Chinesisch.